Hi, ich bin Kathi, Athletiktrainerin vom SC Verl und ich habe hier den Yannick und Sven dabei. Wir haben für euch ein kleines Workout vorbereitet und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, oder? Warm-up. Wir starten hier. Stellt euch einmal bitte an die Seite. Wir stehen schulterbreit, wandern nach vorne in einen Liegestütz. Machen einen Liegestütz, drehen uns zur rechten Seite auf, Blick in die Handfläche, Becken schön nach vorne schieben. Wieder einen Liegestütz zur linken Seite. Wieder einen Liegestütz und wir wandern zurück. Stellen uns einmal komplett hin, richten uns auf und wieder runter. Liegestütz, rechte Seite aufdrehen, Becken nach vorne, linke Seite. Als Variante könnt ihr dazwischen auch noch einen Liegestütz einbauen, so wie Yannick es macht. Perfekt. Noch eine Runde. Wieder zur rechten Seite, zur linken. Hey Yannick, wo war dein Liegestütz? Und ein letzter. Wieder nach vorne wandern. Die Beine bleiben möglichst lange gestreckt. Und nach oben. Sehr gut. Dann stellen wir uns etwas breiter als schulterbreit hin. Fußspitzen zeigen nach außen. Mit den Händen gehen wir an die Fußspitzen. Von hier gehen wir in tiefe Kniebeugposition. Druck auf die Knie, Brust raus, Rücken gerade, Blick hoch. Und wir strecken die Beine. Blick durch die Beine nach hinten. Beine einmal strecken. Wenn ihr das hier nicht hinbekommt, einmal lösen. Aber die Beine müssen gestreckt werden. Dann wieder tief. Druck auf die Knie. Und wieder hoch. Rücken gerade, Po nach hinten. Ein letztes Mal hoch. Und von hier rollen wir uns langsam Wirbel für Wirbel hoch. Einfach langsam hochkommen. Sehr gut. Einfach alles mal ein bisschen lockern, ausschütteln. Das reicht dann zur Aktivierung. Wir kommen zu unseren Übungen. Jede Übung, die ich gleich vormache, machen wir 60 Sekunden. Dann 30 Sekunden eine Cardio-Übung, 15 Sekunden Pause. Aber ich erkläre gar nicht so viel, macht's einfach nach. Ich starte kurz den Timer, wir starten mit dem Ausfallschritt und der Squat-Position. 3, 2, 1. Wir gehen mit dem rechten Bein nach hinten, Kniebeuge, linkes Bein, Kniebeuge, rechtes Bein. Sehr gut, den Bauch dabei anspannen, Oberkörper ist aufrecht. Beim Ausfallschritt nicht nach vorne schieben, sondern schön gerade bleiben. Ihr macht einfach weiter. Mit nach vorne schieben meine ich, nicht dahin schieben. Gerade runtergehen. So, jetzt haben wir es wieder. 30 Sekunden noch, Hälfte haben wir jetzt. Gewicht ist auf dem ganzen Fuß. Bauch anspannen, atmen, nicht die Luft anhalten, ganz wichtig. Und komm, die letzten 15 Sekunden. Nicht mehr aufhören jetzt. Jetzt aufhören, das wäre doof. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Jumping Jack, 30 Sekunden. Komm, mein Tempo. Die Arme berühren sich über den Kopf, am Körper. Sehr gut. Es sind noch 15 Sekunden, dann haben wir einen kleinen Moment Pause. 10, 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Legt euch schon mal auf den Bauch für die nächste Übung. Ich mache sie vor, ihr atmet durch. Unterarm Stütz, Liegestütz. Okay, immer im Wechsel. Macht euch bereit, 3, 2, 1, auf geht's. Mein Tempo, nicht zu schnell. Immer mit rechts und links wechseln. Dann achtet darauf, dass euer Becken nach vorne gekippt ist, nicht ins Hohlkreuz, Becken vor, Bauchnabel einziehen, Handgelenk unter der Schulter hochdrücken. Ja, das sieht gut aus, ihr Beinen. Stark. Und dann haben wir jetzt die Hälfte. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Komm, zieht's durch. Von hier geht's gleich in den Stand wieder. Jumping Jacks.
5, 4, 3, 2, kommt in den Stand und auf geht's. Die Arme berühren sich über dem Kopf und am Körper wieder runter. Sehr gut, 15 Sekunden. Und die letzten 8. 3, 2, 1. Pause für euch. Atmet durch. Wir legen uns auf den Bauch. Von hier werden die Arme gestreckt. Daumen zeigt nach oben. Füße strecken, Blick zum Boden. Und wir heben alles gleichzeitig vom Boden an. Auf geht's, ja. Nicht hochreißen, sondern langsam hochführen. Daumen zeigt nach oben. Kinn auf die Brust, schaut schön nach unten. Nicht immer den Kopf in den Nacken ziehen. Sehr gute Beine, sieht gut aus. Streckt die Fußspitzen ruhig weg. Langsam anheben. Ganz stark. Atmen, immer wenn es nach oben geht, atmen wir aus. Und die letzten 10, 5, 3, 2, 1. Komm hoch, auf in den Stand. Jumping Jack. Sehr gut, komm. Letzten 20 Sekunden. Zehn Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wir legen uns auf den Rücken. Ich mache die nächste Übung vor. Ihr habt eine Pause. Fußspitzen anziehen. Arme nehmen den Körper. Blick nach oben. Und dann geht es auf und ab. Schön aus dem Bauch. Macht euch bereit. 3, 2, 1. Komm, auf geht's. Blick nach oben, wer möchte, kann auch die Hände an den Kopf nehmen. Ausatmen, wenn es nach oben geht. Ja, das sieht super aus. Fußspitzen angezogen, der untere Rücken bleibt fest auf dem Boden. Und nichts weniger, genau so weiter. Und es sind noch 20 Sekunden. Ab jetzt. Genauso weiter. Stark. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8. Und wir bleiben jetzt liegen. Nehmen die Beine hoch und diagonal Ellbogen zum Knie. Große Bewegung im Bauch. Das Bein ranziehen und strecken. Immer im Wechsel. Komm. 20 Sekunden noch. Danach geht es direkt in den Unterarmstütz. Super, die letzten 5, 4, 3, 2. Schaut die Beine drin, sag mal so rum. In den Unterarmstütz und auf geht's. Haltet die Position. Becken nach vorne kippen, Bauchnabel einziehen. Finale. Finale für diese Runde. Dann habt ihr den ersten Durchlauf hier geschafft. Komm. Schön atmen. Gewicht ist vorne auf den Arm. Nicht nach hinten drücken. Bleibt vorne. Und noch 15 Sekunden. Die letzten 10. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr gut. Das war eine Runde. Perfekt.
Wem das Ganze noch nicht reicht und er sagt, boah, da geht noch was, macht jetzt auf Stopp im Video, spult an den Anfang und beginnt Runde 2. Gegebenenfalls Runde 3, Runde 4, das, was bei euch zu Hause geht. Schreibt es doch mal in unsere Kommentare. Wir sind gespannt, was ihr geschafft habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.